Hallo Dinda. Hallöchen. Idee oder Beschwerde? Eher Idee. Und Faultier oder Lama? Faultier. Wofür bist du an der Uni zuständig? Ich bin Studienberaterin an der Uni in der zentralen Studienberatung und habe dort mehrere Aufgaben. Das fängt an mit Schülern in den Schulen, auf Messen. Das geht weiter mit den Studierenden dann, vor allen Dingen auch in der Einführungswoche und später natürlich auch in der Betreuung der Studierenden während ihres Studiums. Und warum lohnt es sich, bei der Einführungswoche mitzumachen? Die Einführungswoche ist halt eine Besonderheit der Universität Hildesheim. Also das erstreckt sich über die Woche direkt vor den Vorlesungen, aber es finden auch schon viele Veranstaltungen zwei Wochen vorher statt, um den neuen Studierenden beim Studienstart zu helfen. Die Einführungswoche selbst hilft und bringt ganz viele Informationen, weil man dort halt sich mit Kommilitonen austauschen kann, weil man die Lehrenden kennenlernt, mit denen man es dann zu tun bekommt und weil man einfach so viele Informationen geballt in einer Woche bekommt, die man hinterher einzeln nicht zusammensammeln kann. Und was ist denn so ein Highlight in dieser Einführungswoche? Das kommt auf den Betrachter an. Der Präsident würde wahrscheinlich sagen, natürlich die Immatrikulationsfeier am Anfang. Zum Informationsaustausch natürlich die Infomeile, die wir vor 2 Jahren initiiert haben, wo man sich viele Dinge raussuchen kann und gucken kann, was geht über mein Studium noch hinaus. Und die Studierenden natürlich, einerseits wollen sie alle ihren Stundenplan machen. Und andererseits gibt es natürlich auch sowas wie Kneipentouren und ähnliches, Stadtführungen. Also es ist sehr vielfältig. Und welche Veranstaltung ist auch für aktuell Studierende noch interessant? Naja, die aktuell Studierenden binde ich oftmals eher mit ein in der Unterstützung. Das heißt, als Erstsemestertutoren, da habe ich, wenn man das über die Studiengänge verteilt, ca. 100, die halt die Erstsemester betreuen. Ältere Semester, höhere Semester gibt es aber auch einige, die selber bei ihrer Einführungswoche nicht anwesend sein konnten und dementsprechend aber auch Sachen nachholen können. Es gibt einige Angebote in Form von Workshops, Zeitmanagement, Selbstmanagement zum Beispiel, die einem auch im Laufe des Studiums noch weiterhelfen. Und was ist für dich die größte Herausforderung in dem Job? Man muss immer flexibel bleiben. Man muss halt mit Schülern gut auskommen, mit Jugendlichen, mit jungen Menschen und offen sein für alles. Und was macht dir besonders viel Spaß? Besonders viel Spaß macht mir aber auch gleichzeitig die Arbeit mit jungen Menschen. Also ich habe das Gefühl, man bleibt selber jung und man hat halt unwahrscheinlich viel Möglichkeit, Menschen kennenzulernen, sie zu begleiten. Es kommt wirklich vor, dass ich Schulklassen habe, die hinterher auch auf Messen nochmal treffe und dass Einzelne dann zu Einzelgesprächen kommen und die dann auch im Studium wiedersehen. Ist eigentlich jede Einführungswoche gleich? Die Einführungswochen sind sehr unterschiedlich gestaltet. Also sie haben zwar einen groben Plan im Endeffekt. Das heißt, es finden immer die gleichen Einführungsveranstaltungen statt. Aber es sind ja jeweils andere Leute. Es gibt aber kleine Pannen, die sind natürlich auch nicht unbedingt vorhersehbar. Und da muss man flexibel reagieren. Was kann denn dein Team besonders gut? Das Team, in dem ich bin, ist sehr groß. Für eine Studienberatung, wir sind mittlerweile 12 Personen mit ganz unterschiedlichen Aufgaben. Und das Team finde ich als sehr flexibel, als immer wieder sehr anpassungsfähig auf neue Aufgaben und Anforderungen. Wir sind sehr kommunikativ und vor allen Dingen sind wir als Team meiner Meinung nach sehr gut vernetzt in der Universität, weil wir halt auch die Uni nach außen präsentieren. Ist das halt wichtig auch für die Kommunikation. Vielen Dank, Dinda.